Hallo und herzlich willkommen zu meinem mittlerweile fünften Lesestapel-Video. Den Beginn machen direkt mal zwei neue Serien. Einmal Batman Eternal, Heft 2. Das erste Heft ist jetzt auch eigentlich erst diesen Monat erschienen. Das erscheint alle 14 Tage. Allerdings kam das Variant-Cover, wo jeder Comic-Shop ein eigenes Variant-Cover bekommen hat, schon im Dezember raus. Davon selber besitze ich auch drei Stück, die ich nochmal in einem anderen Video zeigen werde. In den USA sind das 52 Hefte, die wöchentlich erscheinen. Und Panini macht das hier halt mit zwei Heften alle 14 Tage. Die Zeichnungen gefallen mir schon mal sehr gut, muss ich sagen. Ich habe das zweite Heft noch nicht gelesen, allerdings kommt das erste Heft mich sehr gut, sehr begeistern. Ich freue mich, ich höre schon drauf. Ich habe auch bis jetzt nur Gutes über diese Reihe gehört. Und finde es eine schöne Sache, dass Panini das jetzt auch versucht mit einer 14 Tage erscheinenden Serie, was es so in Deutschland noch nicht gegeben hat, dass eine Comic-Heft-Reihe alle 14 Tage erscheint, was echt schon sehr mutig von Panini ist. Dann haben wir hier Moon Knight von Warren Ellis geschrieben. Ich habe bis jetzt nur Gutes über diese Serie gehört, habe aber noch keine Seite davon gelesen. Allerdings kann ich euch an dieser Stelle, glaube ich, schon eine sehr gute Kaufempfehlung machen. Erstmal, das Format ist wunderschön. Das Papier ist etwas dicker. Bei den Covern ist wieder die Sache, das Cover, die hätte ich schöner gefunden, wie das, was dann Panini genommen hat. Allerdings ist das Panini-Cover auch gut. Ich hatte vorab schon mal ein paar Panels davon gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Um euch mal einen kleinen Eindruck zu geben, wie das gezeichnet ist. Sieht sehr cool aus. Ich freue mich auch schon sehr darauf, das zu lesen. Vielleicht lese ich es dieses Wochenende noch. Dann werde ich spätestens Montag mal eine Review zu dem Ding online stellen. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt hier drauf. Dann Aquaman 5. Vor kurzem noch die anderen vier Aquaman-Bände vorgestellt. Das soll ein sehr guter Einstiegspunkt sein. Neuer Zeichner, neuer Autor hier dran. Ich bin mal gespannt. Allerdings treten die in tiefe Fußstapfen von Jones, weil der Jones Run war super geil. Die Zeichnungen von Evan Rice waren auch Hammer. Also schweres Erbe, was sie hier antreten. Ich bin mal gespannt. Und dann noch so mit die letzte Veröffentlichung, kann man sagen, mit dem Dr. Octopus als Spider-Man. Das Event hier Spider-Man in den Fängen des Octopus. Ich habe hier noch keine Seite gelesen. Ich habe allerdings mal reingeguckt und die Zeichnungen haben mir jetzt nicht so zugesagt. Allerdings wurde mir gesagt, das Ding soll sehr witzig sein. Und ja, man sieht es aber hier, die Zeichnungen sind echt nicht die besten. Soll aber ein ganz cooles Ding sein. Mein Comic-Händler hat mir noch erzählt, ich war der Einzige, der sich das geholt hat. Abgesehen von ihm. Lass ich mich mal überraschen. Dann habe ich hier das aktuelle Green Lantern-Heft liegen. Die letzten waren wieder ganz gut, nachdem die ersten nach dem Jones-Run sehr mies waren. Ich bin mal gespannt. Allerdings gehört Green Lantern, seit Jones weg ist, nicht mehr zu meinen Lieblingsreihen. Eher so im unteren Drittel befindet die sich zurzeit. Dann habe ich hier Justice League. Die Nummer 31 hat einen sehr krassen Cliffhanger, weswegen ich mich sehr auf die 32 freue. Was der Cliffhanger vom letzten Heft war und wie es dann hier weitergeht, werde ich in meinem nächsten Review-Video dann zeigen. Also sobald ich das zu lesen habe in der Review dann. Dann das vorletzte Heft von der Iron Man Heft-Reihe, wo Hulk mit drin ist. Die mit der 20 endet die Reihe. Ja, und danach geht es bei beiden im Paperback-Format weiter. Bei Iron Man bin ich mir noch nicht sicher, ob ich dann dranbleibe. Bei Hulk werde ich dranbleiben. Dann Superman Unchained 4. Die ersten drei Hefte waren sehr geil. Ist von Scott Snyder geschrieben und Jim Lee gezeichnet. Die haben sich jetzt ein bisschen verspätet, die Hefte, weil Jim Lee mit den Zeichnungen in den USA mal wieder nicht hinterherkam. Eigentlich sollte die Reihe alle zwei Monate erscheinen. Ich glaube, jetzt zwischen Band 3 und 4 war fast ein halbes Jahr, wenn ich nicht gerade ein bisschen übertreibe. Dann habe ich hier liegen Superman Doomed Spezial 1. Der dritte Teil von Doomed Event, was einen sehr guten Start hatte. Und ich hoffe, dass es gut weitergeht. Für 5,99 mit 100 Seiten kann man ja auch nicht sagen. Super Preis, was Panini da mal wieder anbietet. Und dann Heft 19 von den neuen X-Men. Also die Reihe ist bis jetzt durchweg gut. Wenn ihr die noch nicht im Heftformat besitzt, holt euch die Paperbacks davon. Davon müsste mittlerweile schon der dritte draußen sein. Der zweite war auf jeden Fall. Beim dritten bin ich mir nicht sicher. Und ansonsten, bis auf die Iron Man Reihe, kann ich eigentlich schon fast alles blind empfehlen, was ich hier liegen habe. Sehr gespannt bin ich auf Moon Knight. Haltet die Augen offen, sobald ich das review. Nur Gutes über dieses Ding gehört. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein.